Ich muss sagen, das kann ich ja mal zugeben. Inzwischen halte ich es so, es gab ja jede Menge Hater-Kommentare, es gibt immer mehr Werbespam, es gibt immer mehr Scheiße, die da irgendwie steht, wo Kinder, ich sag bewusst Kinder, sehr junge Menschen, nicht verstehen, dass Meinungen und Beleidigungen doch ein feiner Unterschied sind und dann quasi in einer Tour durchgehend, ey, du Hurensohn, ich mach dich fertig, ey, du Spastiker, ich hoffe, deine Eltern sterben an Krebs, und dann sagen, das ist meine Meinung. Das ist keine Meinung, das ist einfach, Da habe ich teilweise gar keine Worte für, wo Menschen so viel Aggression hernehmen. Jedenfalls das Problem ist, wenn man Kommentare moderiert, und das muss ich ja, oder, damit es unter den Videos einigermaßen sauber bleibt, wegen Werbespam, wegen Hates, wegen Idioten, die meinen, alle Leute, so mit Hater-Accounts oder sowas, weißt du, früher war das irgendwie, muhaha, du bist schlecht, das war der maskierte Hater, und heutzutage gibt's halt irgendwelche Kiddies, die denken, es ist cool, wenn sie sich einen Hate-Account machen und dann einfach sinnlos Leute auf YouTube durchbeleidigen. Nicht mal mich spezifisch, sondern generell einfach alle auf ein Niveau, jedenfalls, wenn man sich dann die ganze Zeit drauf konzentriert, dann vergeht einem auch irgendwann die gute Laune. Das passiert dann automatisch, wenn er da irgendwie 100 von den Kommentaren durchgehen muss. Warte mal. Dann passiert das einfach automatisch. Deswegen mache ich das jetzt so, ich lasse tatsächlich meine Kommentare moderieren. So, das heißt aber nicht, dass ich keine Kommentare mehr lesen würde. Ganz im Gegenteil, ich kann jetzt wieder Kommentare lesen, und zwar ganz frei und unbezwungen, aber ich lasse zum Beispiel Werbespam und Hate-Mails, lasse ich jetzt löschen, und oft auf Nachfrage, oft auch, manche schlagen halt so über die Stränge, und dann halt auch direkt blockieren, so dass, wenn jetzt Hater kommen oder sonst irgendwer und meint, geil, dem wirklich einen rein, den mach ich voll fertig, indem ich mir einen Fake-Account mache und 10 Hater-Kommentare schreiben, das macht ihn seelisch kaputt. So, wenn sich dein Körper den ganzen Tag nur mit Scheiße befassen muss, dann tut es irgendwann deine Seele auch oder sowas irgendwie in der Richtung. Und wenn man sich den ganzen Tag dann mit diesen komischen Kommentaren auseinandersetzt, obwohl man das nicht will, aber man muss sie ja moderieren, man muss sie ja löschen, damit die ganze Scheiße dann nicht stehen bleibt, dieser ganze geistige Dünnfluss von irgendwelchen Hirnprimaten. Naja, und jedenfalls, ich bin's los, ich freue mich, ich bin's los, es war eine super Entscheidung, es war wirklich eine super duper Entscheidung. Und ich bedanke mich an dieser Stelle tausendmal für die Hilfe, die mir da zuteil wird. Tja.